auch auf die Gefahr hin, dass euch dieser Panzer langsam zum Hals raushängt, aber das Objekt 140 eingespielt. Oh Gott, der Zipfi 1977 hat mir das Replay zugeschickt, also vielen Dank, Zipfi, für das Video. Und ja, das Objekt 140, das wird einfach so häufig und so viel gespielt und ich bekomme wirklich einfach so viele Videos damit. Es ist ähnlich wie mit dem Cromwell, aber gerade weil ich den Panzer für mich auch so einen der rundesten Medium-Panzer im Spiel finde, zeige ich den auch immer wieder ganz gern, weil gerade die Wahl zwischen T62A und Objekt 140, da fragen sich immer viele oder fragen auch mich immer viele, was man nehmen soll. Und ich selber habe mich auch für das Objekt 140 entschieden, damals bei der Wahl. Ja, und dementsprechend schauen wir mal, wie er so ist. T49 hat er schon eine mitgeben können, hat vom Objekt 140 eine bekommen. Aber immer noch besser so, als hätte er vom T49 eine eingesteckt, weil das wäre viel unangenehmer geworden. So, jetzt hat er hier gleich ein bisschen Arbeit. In der Mitte natürlich hier in der Regel immer die Scouts und mittleren Panzer unterwegs. Das gegnerische Team sogar ein bisschen weiter zurückliegend, was hier die Angriffsformation angeht. Hier ist ganz schön viel los, also so viele Panzer wie hier, das muss man ja mal auf der Zunge zergehen lassen, sieht man dann doch eher seltener. Und das macht es eben der Arti, wie man gesehen hat, leichter und ein T49 mit der HE-Kanone. Also er ist jetzt gerade ganz gut dran, dass er sich hier umverlegt. So, der Panther 2. Nee, dann ist Objekt 140 auch ne. Vielleicht den Ru, der neben ihm steht. Weil der IS ist so weit vorne, auf den Ru könnte er locker gehen. Ja, ich glaube, das macht er jetzt auch. So, Auto-Aim drin. Zack, jetzt rammt er ihn wahrscheinlich noch. Genau, gibt auch noch ein bisschen Schaden. Und jetzt wird gekuschelt, weil das Objekt einen recht guten Helm hat. So. Und Ruhe ist weg. Hat hier den IS-3 damit sehr gut unterstützt. Und jetzt kommt da der Bulldog aber mit Gewalt runtergefahren. Macht jetzt den IS-3. Und das schön, wie er gerutscht ist. Gekettet und weg war er. So sollte man das als Bulldog normalerweise nicht machen. Man hat auch jetzt gut gesehen, warum. Und jetzt hat er den Panther sehr schön gekettet und auch der wird da weggeholt. Das gibt Assisting Damage. IS-4, jetzt wird es nochmal kritischer, weil IS-4 ist schon ein brutaler Gegner, aber sie sind zu dritt. Dementsprechend kann hier jeder mal drauf. Und dann klappt es doch phänomenal. Ah, nicht so leicht. Vielleicht sogar eher auf den Helm gehen, wenn er so schaut. Ja, jetzt genau, perfekt. Und klappt doch super. Ah, da hat jetzt der IS gut getroffen. Hat ihn gleich mal angezündet. Aber auch der zerstört, macht hier schöne Action, so mag ich das. So, jetzt auf das Objekt 140. Oh, ein kleiner Slowdown. Kommt in den besten Familien vor. Und scheinbar will er jetzt, nachdem das Objekt ihm den ersten Hit gegeben hat, hat ihn wahrscheinlich stört ihn immer noch so extrem, dass er jetzt sagt, jetzt gehörst du mir. So, jetzt kriegt er dann den ersten.
Und nochmal ein. Jetzt rennt's weg wie so ein Häschen. Hoppel, hoppel davon. Und da zündet er ihn an und macht damit den Kill. Also bisher läuft's phänomenal. 4700 Schaden, erst ein Kill. Einziger Wermutstropfen in dieser Runde, würde ich sagen. Die anderen schweren Panzer vom Gegner sind da, wo sie in der Regel eher zu erwarten sind. Und zwar so in der Stadt da hinten. So auf die Art, die kommt er nicht drauf, aber das macht der T-49 locker selbst. So, Lorraine da hinten. T32 recht nah bei ihm. Fahrt er jetzt auch rückwärts ran. So, oder er nimmt mal halt den Tiger. Den nächsten macht er ihn weg. Jetzt kommt der T32 darum. Muss er aufpassen. Aber auch hier, der T32 orientiert sich Richtung Basis von sich. Der IS-7 hat hier aus seiner Basis wiederum geschossen. Deswegen hat er sich da, tut er da gut daran, von da wegzufahren. So, der IS-7 macht jetzt Stress, aber alles noch im Rahmen. Da ist der zweite, beide im Zug, beide aus einem Clan, die IS-7. Einer ist jetzt weg. Der zweite hat jetzt einen schweren Stand, weil er jetzt aus mehreren Winkeln beschossen werden kann. Und er kann hier einfach perfekt wirken. Ich würde jetzt einfach stehen bleiben und den wegziehen. Auf offen ist er eh nicht. Vielleicht kriegt er ja noch einen Kill. Zu gönnen wäre es ihm auf jeden Fall. Jetzt, und er kriegt tatsächlich den Killshot. In Summe 7024 gemacht und lediglich 2-3 aus über 300 Metern. Unterstützungsschaden 1421, also verdient des Panzers. Feine Runde, schöner Panzer. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Ihr könnt mir mal natürlich auch sagen, was ist denn euer Lieblings-Tier 10 mittlerer Panzer bei World of Tanks? Also, haut es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Akramba.